Moin, Sportsfreunde. Guck mal hier, die Haare. So langsam, so nach 3,5 Monaten kommt es. Aber ist noch nicht so dicht, ne? Dann gebe ich euch bald mal ein Update. Aber ich bin ja eigentlich ganz glücklich, dass die Haare so langsam hier sprießen. Das ist ein gutes Gefühl, weil so nach 4 Monaten hat man das Gefühl, endlich so eine Frisur wieder zu haben. Ich nehme euch halt ein bisschen mit. Es geht heute erst nach Hohenneuendorf, dann nach Schöneberg. Ein Dreh für RTL Punkt 12, da habe ich auch meine Coaching-Serie. Heute wird der zweite Teil gedreht und ich gucke mal ein bisschen, ob ich das für euch mitfilmen kann. Eine Stunde Autofahrt steht jetzt bevor nach Hohenneuendorf in den Norden von Brandenburg. Die Anne-Kathrin ist am Start und ja, das ist eine kleine Coaching-Serie schon. Der zweite Part lief schon vor einem halben Jahr mal auf RTL bei Punkt 12. Das ist für mich so ein kleiner Gegenpool zu The Biggest Loser, wo ich ja auch mal war, wo halt ja sehr viel Fake ist und genau das Gegenteil von dem eigentlich leider passiert, was passieren sollte. Und das ist wirklich ein realistisches Coaching von der Transformation und das bei RTL im Fernsehen. Das ist halt ganz geil, dass ich da die Möglichkeit habe, so ein bisschen auf nachhaltig die Anne-Kathrin und die Lotta, die danach in Schöneberg dran ist, zu coachen. Da fahren wir jetzt mal hin. Ich weiß nicht, ob ich da viel filmen kann. Vielleicht kann ich mal die Kamera ein bisschen aufstellen. Die sind immer so ein bisschen vorsichtiger, verstehe ich auch. Aber ich würde sagen, let's go. Und ich freue mich darauf, einfach ein Teil davon sein zu können und auch quasi so ein bisschen meine Message an eine andere Zielgruppe bringen zu können auf dem TV. Und das ist natürlich cool, dass ich da die Chance und die Möglichkeit habe. Ja, hier bei Anne sind wir fertig. Also wirklich ein super Ergebnis. Also kann man schon mal vorwegnehmen, über 10 Kilo abgenommen. Auch komplett wieder charakterlich verändert, also selbstsicher geworden. Das ist immer ganz, ganz cool, wenn Leute so eine ganz andere Aura haben, ja, und dieses Selbstbewusstsein dann auch auf andere Dinge im Leben übertragen können. Wir haben gerade die O-Töne aufgenommen. Das ist das, wenn man halt im Fernsehen sieht, wenn die Leute sitzen, nochmal so ein bisschen diese Situation kommentieren. Finde ich immer ganz cool, dieses kommentierende Ding. Und dann geht es gleich weiter zu Lotta. Die hat nämlich den Jakobsweg gelaufen in Portugal, ja, und in Spanien. Das war ihre Challenge. Und jetzt bei der Anne-Kathrin hier, das war die Hochzeit, ne? Die Hochzeit, die jetzt ansteht als großes Ziel, dass sie ins Kleid passt. Immer auf jeden Fall ganz cool, diese Stories von Menschen zu haben, die irgendwie sagen, ich muss was verändern. Und das ist ganz geil, dass RTL das ein bisschen verfolgt. Zweiter Drehort, zweite Location, Steglitz, mitten in Berlin. Hier wohnt die Lotta. Lotta hat jetzt wirklich fertiggebracht, den Jakobsweg zu laufen. Das war ihre große Challenge, also keine Hochzeit, sondern eher eine sportliche Challenge. Wie sie das gemeistert hat, das werde ich jetzt erfahren. Sie ist auch erst seit wenigen Tagen zurück und hier drehen wir dann jetzt den zweiten Teil. Das wird richtig spannend für mich. Und hier sind wir bei Lotta, die dicke Kamera. Einmal ganz kurz für meine YouTube-Zuschauer, Lotta, wie war der Jakobsweg? Ja, der war total super. Also am liebsten will ich da wieder hin und weiterlaufen. Also es war wirklich die beste Entscheidung. Wie viele Kilometer waren es insgesamt? 240 Kilometer. Richtig. Und ein Tag 32 Kilometer, ne? Genau, ein Tag 32 Kilometer und 31 Grad, aber ich habe es geschafft. Um 6 Uhr los. Du hast Rucksack, 7 Kilo Rucksack. Muss genau. Man, ne, dafür, dass du vorher, sag ich mal, nicht besonders fit warst und das als Challenge genommen hast, was in deinem Leben zu verändern. Riesen Respekt und ich glaube, alles Weitere, wie das abgelaufen ist, könnt ihr dann ja bei Punkt 12 bei RTL sehen. Wir drehen nämlich jetzt gleich noch, wir müssen nochmal alles zusammenfassen und riesen Respekt, ja, Lotta. Dankeschön. Super Leistung. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Gerne, gerne. Es wird fleißig sich aufgewärmt, immer, das ist ein Muss, habe ich ehrlich gesagt, bevor ich mit Christoph so trainiert habe, damals nie gemacht. Ich habe immer so typisch Powerlifting-Move, so immer mal ein paar so Mobility-Übungen gemacht und gedacht, so gut, das ist mein Aufwärmprogramm. Aber ich sage euch Leute, wenn man sich nur so 5 bis 10 Minuten aufwärmt auf dem Cardio-Gerät, das gibt dir so einen krassen Fokus für dein Training, für dein komplettes Workout. Und Hardcore-Booster. Und natürlich Hardcore-Booster, ja. Kokain vor Training. Und Kokain vor Training. Ja. Christoph, was trainierst du heute? Okay. Vor 20 Uhr zurück im Office, hier im Gym. Ich bin ehrlich gesagt mega zufrieden mit Lotta und auch der Anne-Kathrin. Die haben beide
tolle Ergebnisse erreicht. Also wenn ihr mir bei Instagram zum Beispiel folgt, dann wisst ihr auch, wann das bei RTL Punkt 12 ausgestrahlt wird. Ihr könnt ja mal reingucken, ist auf jeden Fall ganz cool. Ist für mich immer ganz cool, wenn man ein bisschen diese Kaffeeklatsch-Zielgruppe bekommt von den Muddis. Ne? Die erreiche ich auf YouTube noch nicht. Das kommt bald vielleicht, aber so Punkt 12 ist mal eine ganz andere Zielgruppe. Das ist für mich immer spannend, weil die Leute ganz anders reagieren als auf YouTube. So, Taco hat nie Bock auf Office, weil er immer weiß, er muss warten, bis wir trainieren. Wir spielen. Wir haben halt leider keine Zeit. Ja, wir müssen halt brauchen einen Spielbuddy oder er braucht einen. Könnt euch melden, wenn ihr mit Taco einmal die Woche spielen wollt, kommt vorbei. Ja, ist echt so. Wir ziehen durch, ich gucke, was mit meiner Schulter geht. Brust, Bizeps und ja, let's go. Bankdrücken. Lange Zeit nicht gemacht wegen der Schulter. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann es mal wieder machen. Es sind nur 110 Kilo. Aber wir gucken mal, ob die Schulter standhält. Ich habe ja, wie ich jetzt ein paar Wochen gearbeitet, das Schulterblatt aktiviert, die Therapie gehabt und ja, 110 Kilo, mal gucken, was geht. Aber nicht übertreiben, ganz wichtig natürlich aus dem Ellenbogen, ne? Den Winkel so ein bisschen, dass ich mir einen Trizeps einsetze. Also gucken, dass ich die Schulter einigermaßen rausnehme. Und jucken wir mal die 110 weg. Lange mal wieder ein bisschen Bank drücken. Fühlt sich auch gut an. Ja. Ich mag das ja immer ein bisschen mit einem Stop unten einfach, weil einfach das Gefühl für die Brust besser ist, als wenn ich die exzentrische schön runterfallen lasse. Aber nicht übertreiben. Ich glaube, 110 ist erstmal wieder ein gutes Arbeitsgewicht zum Einstieg. Und es macht einfach wieder Spaß, Band drücken zu können. Auch Fleiß mit dem Kabel funktioniert wieder super. Es gibt so ein paar Dinge, da muss man halt aufpassen, weil der Schulter nicht so krass ist, in die Dehnung hinten geht. Da müssen wir aufpassen, man hat auch noch die Beugung im Ellenbogen lassen. Man merkt das immer, wenn man so Verletzungen hat, dann ist man so ein bisschen in diesem Vorsichtsmodus. Das kriegt man gar nicht so schnell weg. Das ist viel Kopfsache aus, auch, dass man sich endlich wieder traut. Ne? Das wird auch mal helfen. Ne? Bandagen ist immer so ein bisschen auch Kopfsache. Nicht immer nur wegen der Stabilität, sondern auch Kopfsache. Formcheck. Heute werde ich kein Cardio schaffen. War ein langer Tag. Wir wollen tatsächlich noch grillen. Ja, wir wollen noch grillen und es ist kurz vor 10 oder schon 10. Ja, ganz nach dem Motto, keine Carbs vor 23 Uhr. Ja, also mit Christoph isst man vor 23 Uhr definitiv keine Kohlenhydrate. Man hat sich schon daran gewöhnt, dass wir eigentlich immer frühestens um 21 Uhr essen, spätestens manchmal sogar 1 Uhr nachts, ne? Ja. Also oftmals 24 Stunden nichts. Vor allem, wenn wir bestellen und das Essen kommt sehr spät. Aber ganz ehrlich, hast du Hunger noch? Also krass Hunger? Also im Training hat man keinen Hunger, aber danach safe. Ja, bei mir ist es so, also ich könnte wirklich so fast einen Tag aufmachen, aber ich weiß natürlich, dass ich das Essen brauche, damit die Muskeln erhalten bleiben. Ne? Taco, 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 Taco. Ja, hier wird das Essen vorbereitet, Spaßfreunde. Also ich glaube, ich kenne wenige Leute, die ja, 20 vor 11 anfangen zu grillen. Das ist nämlich jetzt gerade unser Programm, was es heute lecker zu essen gibt. Guckt mal. Oh. Ich muss schon sagen, wir haben, glaube ich, einen verrückten Lifestyle, oder? Ich glaube, wenige Leute sind da so durchgeknallt wie wir mit unserem Fasten und so weiter. Aber es ist einfach für mich oder für Nock ist es einfach ist praktisch, weil man einfach extrem viel Zeit spart und einfach abends sich einmal den Magen vollhaut, dann 2 Stunden chillt, dann kann man es ganz gut verdauen und dann schläft man wie ein Baby ein. Und es funktioniert ja seit 5 Jahren einfach so und ich feiere es nach wie vor. Intervallfasten for the win. Absolutes Träumchen, Leute. Bulgur, Salat, wir haben verschiedene Pasten, Brezeln, wir haben Baguettebrot, Kartoffeln vom Grill, Sour Cream, Chorizo, Halloumi bzw. Grillkäse. Dann haben wir natürlich Hähnchen, ein bisschen Gemüse. Das wird jetzt ein Schmaus hier nochmal am Abend. 24 hours in a day, what the fuck you gonna say? Pick a lane, man, you gotta choose one. It's what they used to tell me every day. Caught a few along the way, don't be afraid if you gotta lose one. I'm trying to take it higher, the boy is on fire. He preaching to the choir.